nie wirklich gewusst, was ich nach der 10. Klasse machen wollte. Und dann durch meinen Bruder, der ist ja auch im zweiten Lehrjahr, hat auch hier angefangen. Der hat halt gesagt, die brauchen hier Leute und das ist hier cool. Und dann habe ich gesagt, ja, ich mache mal eine Woche, mal schauen, wie es ist. Und es hat mir gut gefallen und dann habe ich die Lehre angefangen. Ja, mein Arbeitsalltag beginnt so, ich komme hier früh an, 10 vor 6, dann piep ich mich ein, fängt man entspannt an, bespricht, was man so heute alles drauf hat auf dem Plan. Dann fängt man an, die Stahlung aufzumachen. Alles fegen, die Tische sauber machen und dann kloppen wir die Stahlung wieder zusammen. Ja, und dann halt ganz normal aufbauen, einölen, einfetten. Und dann kommen die Körbe rein, die Anker müssen festgeschraubt werden und festgerödelt werden. Am Anfang war mir sehr wichtig der Umgang mit Werkzeug. Dann konnte ich halt von der Pike an lernen, wie man Körbe zusammenknuppert, Eisen biegt, Zusammensetzen von Beton, was halt alles so mehr in der Schule ist, nicht so hier. Also man sollte definitiv keine Hemmung haben, dreckig zu werden. Ja, Leute, die schon Lust haben, anzupacken. Man sollte ein bisschen sportlicher sein. Das ist nämlich eine sehr anstrengende Arbeit. Ist sehr gut. Die Kollegen sind alle nett, ja. Man unterhält sich, macht immer mal ein paar Witze. Die sind auch sehr hilfsbereit. Also wenn man noch zwei-, dreimal fragt, dann erklären sie es dir immer noch. Man muss nur offen sein und dann kann man eigentlich alle Probleme regeln, die man hat. Also mein Plan nach meiner Ausbildung ist, ich bleibe erstmal hier, denke ich. Will erstmal ein bisschen Arbeitserfahrung sammeln und dann mal sehen, was mein weiterer Werdegang ist. Vielleicht ein Meister, vielleicht ein Vorarbeiter, mal sehen. Ich würde hier nach meiner Ausbildung den Meister anstreben und auch noch den Ausbilder. Ich finde meine Arbeit wichtig, da immer Betonteile gebraucht werden, um Brücken herzustellen und halt für die Autobahn, Lärmschutzwände und sowas. Also es ist schon wichtig. Und das ist ein Job, der eigentlich nicht untergehen kann, weil immer irgendwo Beton gebraucht wird.